Hallo Leute und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Ja, wir sind in der Sevastopol gelandet. Unsere Kuriere, beziehungsweise nicht unsere Kuriere, unsere Freunde haben wir auf dem Weg hierhin verloren, weil wir eine ziemlich üble Bruchlandung hier reingemacht haben. Und jetzt müssen wir uns hier erstmal einen Weg durchsuchen. Die Karte ist noch nicht wirklich aufgedeckt. Es ist so richtig schön düster. Nichts. Warnung. Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Ja, auf jeden Fall ist sie nett zu uns. Also das muss man ihr ja lassen. Sind jetzt auch schön im Kreis gelatscht. Aber mich wird halt Ethanol sehr schön. Will halt so viele Items wie möglich abstauben, die hier so in der Gegend rumfliegen. Und jetzt können wir auch sprinten. Sehr schön. Aber was ich so gehört habe, man sollte das mit dem Sprinten möglichst sein lassen, denn das mögen unsere Leute hier nicht so. Ist das hier nichts? Geht das Ding da hinten auf Turbo Speed, saugt uns weg und im Arsch. Ich hatte bereits erwähnt, dass ich Horrorspiele eigentlich nicht mag, oder? Diese Atmosphäre hier. Sevastolink. Ordner fehlerhaft. Okay, hier ist nichts drin. Okay, Stilllegung. An Maschinenraum. AW Stilllegung. Also Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Postierung sprechen, aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesatzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden über Stunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits, Chief. Okay, hier ist auch nichts drin. Alles klar, dann war's das. Fällt mir gerade ein, das habe ich im letzten Part ein bisschen zu laut gehabt. Machen wir es mal ein bisschen leiser. Ja, so. Kontrolliere ich im nächsten Part nochmal, ob es dann in Ordnung ist. Gut. Ich sage, geht's weiter hier lang. Wow. Nicht gut. Ich will leben. Verflucht nochmal. Also nach hier hinten scheint es nicht zu gehen. Eine Leuchtfackel, okay.
Das wird helfen. Okay. Klasse. Das hat's nicht so gebracht. You always knew working somewhere new. Okay. Irgendjemand weiß, dass du immer am Arbeiten bist? Was soll das bedeuten? Ladungspack, Sprengschlüssel. Schüssel, okay. Sprengschüssel oder Schlüssel? Hier liegen Komponenten. Sonst noch was? Nö, okay. Und dann mal weiter. Weil bis hierhin kenne ich das noch. Das Spiel. Damit ist jetzt gleich auch Schluss. Da komme ich dir wieder auf. Packrampe senken. Wir gehen jetzt nach da oben und dann gehen wir in so ein Terminal dran und dann ist bei mir vorbei. Das sind sehr komische Geräusche. Schrott einsammeln. Gibt hier noch irgendwo was? Sieht nicht so aus. Sensor, okay. Sonst nichts. Hallo? Ist da wer? Boah, es ist verdammt düster, das Game. Strom wiederherstellen, okay. Wie gesagt, das Stück hier kenne ich nur, aber hier habe ich mich auch nicht mehr richtig umgeguckt. Ich wollte hier einfach nur noch durch. Und da kommen wir. Beziehungsweise ich wollte wissen, läuft das Spiel wirklich komplett okay oder ist das nur so der Anfang davon? This life for rent. Durch Nutzung dieser Terminals wird die Karte mit Unerforschten. Gut, mit Unerforschten. Security Checkpoint. Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Speichern! Jawohl. Please hold the line. Ach, kann man immer nur einmal speichern und der muss dann irgendwie Energie wieder aufladen? Oder wie funktioniert das? Weil beim letzten Mal hat er ja auch gespeichert und dann stand hier auch wieder, bitte warten. Lock your details with the mainframe. Please insert your keycard into the slot below. Your keycard must remain in the slot. I turn on, put it down, and go out. Removing your card early will indicate your login. Okay. Ich muss mal kurz einen Cut machen. Sofort wieder da. Boah, pfui, ey. 2 Minuten länger und es wäre in die Hose gegangen. Gut, benutzen wir das. Power Level Full. Okay, was ich dann gesehen habe, war, dass hier, also dass die Türen jetzt aufgehen, da irgendwelche Leute rumliefen und spätestens da habe ich dann einen Cut gemacht. Beziehungsweise habe aufgehört. Okay, hier kann man sich anmelden. Machen wir das doch mal. Gut. Unsere Sachen umgelagert.
Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen, da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem der Lagerräume versteckt, Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Keine Panik, niemand geht mehr runter zum Terminal, nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub, Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie, deine Zukunft besser aufzupassen. Anna. Auf Wiedersehen von was? Von Saxon? Okay. Öffentlicher Hinweis, die Stilllegung der Sevastopol. Wir haben eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist jetzt zu Ende. Saxon Corporation möchte bei dieser Gelegenheit all jenen danken, die im Laufe der Jahre auf Sevastopol gearbeitet und gelebt haben und hofft, dass Saxon dazu beigetragen hat, die Station zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investitionen in die Station schwankten nie. Sie können sich darauf verlassen, dass Saxon Apollo Haupt KI und Hiwi Androiden Sevastopol dienen werden, bis auch die allerletzte Niete entfernt wurde. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station, wir sind Menschen. Saxon Corporation. Okay. Audio, den Strom abschalten. Okay. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab, schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte, die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Okay. Energieknotenpunkt D13, Abflug. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Okay, haben wir ja alles gemacht soweit, ne? Gut, was machen wir jetzt? Strom wiederherstellen, ja, das habe ich doch getan. Das habe ich doch gerade eben gemacht, oder nicht? Dann muss ich das nochmal machen. Ne, nochmal geht nicht. Ich nix verstehen, ja? Es gibt ja hier nur das Terminal noch. Hier war ich ja drin, hier habe ich alles nachgeschaut. Ne, es gibt nur die. Hier. Ah, jetzt kann man noch wieder speichern. Also ich denke mal, man muss dann einfach nur ein paar Sekunden warten, bis sich die Station wieder aufgeladen hat oder so. Okay. Tomorrow, no together, help. Hier geht nichts, da geht nichts, da geht nichts. Geht nur hier. I don't weiß. Ist nix. Ich hab den Strom doch wieder hergestellt. Jetzt würde doch hier nichts funktionieren. Oder sehe ich das verkehrt? Oder habe ich irgendeinen Trigger nicht ausgelöst? Das Terminal zugreifen. Aber jetzt. Da kommen die Leute. Ich geh schon.
Okay, also Leute, ab hier ist jetzt alles blind. Und irgendwie... hab ich jetzt Schiss, mich zu bewegen, weil warum laufen die von da weg? Okay, wir könnten auch hier lang. Oder ist die Tür jetzt wieder zu? Nee, die ist nach wie vor offen. Okay, waren die Leute also hier drin eingesperrt oder was? Der Bau begann 2095 und wurde 2105 abgeschlossen. Vor Ihnen sehen Sie ein maßstabsgetreues Modell der Station, das von der Seekson Corporation als Erinnerung an die Eröffnung und den Beginn einer aufregenden neuen Ära im Weltraumhandel gestiftet wurde. Lassen Sie sich auf einen Rundgang mitnehmen. Okay, machen wir doch glatt. Hier finden wir nochmal einen Sensor. Gut, dann haben wir hier unten alles abgegrast. Da unten kommen wir also auch nicht weiter. Bleibt also nur noch hier lang. Klasse, wird wieder dunkel. Ich mag das nicht. Kann das aufhören? Werde ich gegrillt, wenn ich an das Kabel komme, oder? Nee, doch. Wohl. Klasse. War ja zu erwarten. Medikit. Okay. Bauplan eingesammelt. Öffnen Sie das Menürad. Okay. Medikit. Hier klicken, um zu basteln. Okay. Das Medikit ermöglicht es Ihnen, sich in Notsituationen zum Teil selbst zu heilen. Dies ist keine leichte Aktion, sondern Sie also für das genügend Zeit haben. I don't verstehe das. Bindemittel. Ja gut. Scheint uns also noch etwas zu fehlen, um das Medikit bauen zu können. Tomorrow, now, together, future. Okay. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich habe Angst. Das Spiel ist wirklich creepy, vor allem mit dieser Stille und dieser ätzenden Musik. Aber gut, stellt euch einfach mal vor, hier wird jetzt irgendwie... Ich weiß nicht so, probier's mal mit Gemütlichkeit laufen oder so, dann wäre der Creepy-Faktor auch direkt wieder weg. Wo gehen wir lang? Passagierbereich. Na gut, bisher haben wir ja alles soweit ganz gut abgegrast. Ich frage mich, wo die Leute hingelaufen sind, vor allem weil man denen ja nicht mehr folgen konnte.
Hier ist nichts. Das ist zu, Ionenschneider benötigt. Okay, den haben wir noch nicht. Haben wir ja eigentlich eine Legende oder so? Kostet kleiner Stoffwechsel. Legende E, okay. Schneiderpunkt, okay. Ja, wie ihr hört, spiele ich das Spiel mit Tastatur, weil ich irgendwie ja auch mit denke, dass wir auch Waffen und so bekommen werden. Und ich das einfach hasse, mit dem Gamepad zu zielen. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als mit dem Gamepad auf irgendwas zu ballern. Und von daher spiele ich das lieber mit Tastatur. Hier scheinen wir nicht durchzukommen. No entry. Ja, aber hier kommen wir nicht dran, oder? Doch, da ist eine Planke. Weil der Weg scheint ja eh dicht zu sein. Nee. Bin nicht durch. Station Maintenance. Gut, uns wird nichts anderes überbleiben. Obwohl, ich schaue mal eben auf den Timer. Gut, der sagt, meine 20 Minuten sind wieder rum. Und, gehen Sie weiter durchs Terminal und suchen Sie Hilfe. Ja, haben wir ja soweit gemacht. Nur Fallschluss, von hier kommen wir. Den ganzen Weg haben wir bereits hinter uns gebracht. Ach so, ja, okay, das ist das mit den Logs. Okay. Ah, wir können hier anscheinend auch vermisste Personen finden. Das wird dann, denke ich mal, irgendwie Belohnungen geben oder so. Nun gut, meine Freunde, ich würde sagen, den Rest machen wir im nächsten Part, wenn es wieder heißt, Let's Play Alien Isolation. Ich bin Ice Age 88, haut raus, ciao!